Hallo und herzlich willkommen zu Project Cars 2 hier auf dem Pixelhelden-Kanal mit mir, dem Ray. Ja, ich hatte ja schon mal die Möglichkeit, ein Early Build von Project Cars 2 anzocken zu dürfen. Da gab es ja auch ein paar Folgen hierzu auf dem Kanal. Aber nun habe ich die Möglichkeit, die finale Version anspielen zu dürfen. Und das auch noch vor Release. Und da geht ein ganz, ganz, ganz großer Dank natürlich raus an Bandai Namco, die mir eben diese finale Version schon vorab zur Verfügung gestellt haben, um mir eben die Möglichkeit zu bieten, einfach mal einen Vorab-Check zu machen und vor allem auch dir die Möglichkeit zu bieten, schon mal einen Blick auf das finale Produkt zu werfen. Day One Patch ist ebenfalls auch schon mit dabei. Und ja, was machen wir in dieser Folge? Ich denke mal, es liegt eigentlich auf der Hand. Wir haben hier in Project Cars 2, wie schon bereits auch im Vorgänger, ein riesen GT3-Starterfeld. Und natürlich haben wir auch die berühmt-berüchtigte grüne Hölle mitsamt dem Grand Prix-Kurs, nämlich dem Nürburgring. Und da werden wir ein kleines, aber feines 24-Stunden-Rennen machen, denn auch natürlich wieder ist Tag-Nacht-Wechsel wieder mit von der Partie. Und deswegen würde ich sagen, verlieren wir gar nicht so viel Zeit. Legen wir einfach los. Ich freue mich drauf. Project Cars 2 bietet auf jeden Fall eine Menge, Menge Potenzial. Ob es das aber auch halten kann, ja, das werden wir einfach in den folgenden Videos, in den folgenden Tagen einfach mal gemeinsam erleben. Und ja, benutzerdefiniertes Rennen werden wir fahren und dann gehen wir es einfach mal ganz schnell durch. Das Rennen ist lang genug. Ja, Fahrzeugauswahl, wie gesagt, GT3-Klasse können wir hier wählen nach Klasse GT3 und ihr seht, wir haben ein riesen GT3-Starterfeld, das ist der Wahnsinn. Von noch älteren GT3-Bolinen wie der SLS AMG GT3, aber auch natürlich zu den moderneren, wie eben dann der AMG GT3, wenn man jetzt bei Mercedes bleiben möchte. Ja, das ist auf jeden Fall wirklich ein sehr, sehr, sehr großes Starterfeld und das macht auf jeden Fall Laune, die zu fahren. Es ist auch die Klasse, die ich bis jetzt am meisten schon im Vorfeld getestet habe und dementsprechend macht die auf jeden Fall viel Spaß. Wir werden aber mit dem 911 GT3R in einer Endurance-Variante fahren und mit einer sehr, sehr bekannten Lackierung, wie ich finde. Für mich war sofort die Wahl klar, als ich die Lackierung sah, die muss ich nehmen. Hier haben wir die Auswahl nochmal. Wir haben einmal die VLN-Lackierung davon und einmal die 24-Stunden-Lackierung. Da brauchen wir natürlich auch die 24-Stunden-Lackierung. Und zwar von Mantai Racing, der Grello, ja. Und er war dieses Jahr beim 24-Stunden-Rennen mein Favorit. Leider ja nicht so mit Erfolg geprägt. Hier können wir auch im Showroom den nochmal ein bisschen angucken. Also schon sehr, sehr, sehr cool. Eben auch mit entsprechenden Sponsoren und so weiter. Alles mit dabei. Sehr, sehr, sehr geil. Sehr, sehr detailliert. Also das macht auf jeden Fall schon mal Lust auf mehr. Den wählen wir aus. Jawohl. Ja, Kontrahenteneinstellung. Wir fahren mit der maximalen Anzahl 29, mit uns sind es dann 30. Wir fahren auf der Stärke Ass. Genau, das ist Stufe 100. 120 wäre maximal, aber ja, fangen wir mal bei 100 an. Das sollte erstmal reichen. Hier können wir noch die Aggressivität einstellen, also wie aggressiv sie attackieren und sonst so sollen. Ich muss sagen, auf der Nordschleife wäre es ein bisschen besser, etwas vorsichtiger zu sein. Deswegen machen wir mal 40 von maximal 100. Ich glaube, das ist eine ganz gelungene Einstellung. Wir werden in der gleichen Klasse fahren. Hier könnte man auch einstellen in der identischen Klasse, beziehungsweise identisches Fahrzeug. Dann würden alle mit dem 911 fahren. Das wollen wir nicht. Wir wollen alle, dass alle in der gleichen Klasse fahren. Oder man könnte auch Multiklasse machen. Dann könnte man bis zu 4 verschiedene Rennklassen einfügen. Das machen wir jetzt mal nicht. Wir bleiben beim GT3-Starterfeld. Und dann können wir noch die Startposition festlegen, weil wir kein Quali oder Training jetzt fahren werden. Und ich sage jetzt einfach mal von 30 starten wir einfach mal jetzt auf, ja, 24 passt. Genau. Dann Streckenwahl, klar, Nürburgring Combined, also die entsprechende, nicht die Nordschleife normal und auch nicht der Grand Prix-Kurs, sondern beides in Kombination, die 25,37 Kilometer, wie man sie eben kennt. Und genau, das soll es gewesen sein. 4 Runden werden wir fahren. Wir werden ein bisschen Wetterwechsel haben, beziehungsweise die Wolken werden ein bisschen wandern. Wir werden 15 Uhr starten, 15.30 Uhr, wie ja eigentlich die, ja, normalerweise das 24-Stunden-Rennen gestartet. Das können wir leider nicht machen. Das Datum stimmt dafür, aber 4 Runden werden wir fahren in einem 40-fachen Zeitvorschritt. Das kommt dann ungefähr genau bei einer Rundenzeit von circa 9 Minuten. Ein bisschen schneller sollte man eigentlich sein, aber je nachdem macht man auch mal einen Fehler. Ja. Passt es eigentlich mit 24 Stunden umgerechnet. Wir starten fliegend und jetzt genug gelabert. Ich würde sagen, ihr wollt Rennaction sehen und ich bin auch heiß wie Frittenfett und deswegen geht's los. So, da beginnt auch das Laden und das muss man mal zugute halten. Die Ladezeiten sind echt sehr, sehr kurz oder sehr human, besser gesagt.
Wenn man bedenkt, dass wir hier jetzt gerade die Nürburgring-Nordschleife am Grand Prix-Strecke laden mit 29 KI-Fahrer, beziehungsweise mit uns sind es ja 30 Fahrzeuge, geht schon relativ schnell voran. Bevor wir jetzt aber dann gleich wirklich starten und die Renn-Action dann mal wirklich sprechen lassen, muss ich ja noch erwähnen, dass ich auf den Schaden tatsächlich bei diesem Rennen jetzt mal komplett verzichtet habe. Nicht der Grund, weil ich irgendwie Angst habe, dass ich mein Fahrzeug kaputt fahre, was natürlich passieren kann bei so einer Strecke und wenn die Konzentration irgendwie nur zu 50% auf der Strecke liegt, weil ich sonst kommentiere. Nein, sondern der Grund ist tatsächlich, es gibt auch noch eine große Schwäche in Project Cars 2 und zwar, das ist die KI bei einem sehr großen Starterfeld in einer Startphase, wenn die erste Kurve sehr, sehr eng ist und das haben wir natürlich hier auf Nürburgring der Fall, nämlich hier diese Kurve super, super eng und zwar, das ist ja ein Problem, was viele Rennsimulationen hat, oder haben, muss man ja fairerweise sagen. Und zwar, bei manchen ist es ja so, die fahren ineinander drauf und machen alles kaputt. Ja? Oder es gibt natürlich auch den Fall, dass zum Beispiel in Assetto Corsa ist es als, oder passiert es gern, dass die KI regelrecht stehen bleibt und sich einen Stau bildet. Hier, um das vorwegzunehmen, ihr werdet es gleich selber sehen, ist es so eine Mischung aus beidem. Sie machen sowohl eine Staubildung als auch crashen sich ab. Und eben die oder der Fall, wenn es nämlich in den Crash läuft, den wollte ich halt quasi nicht haben, dass wir dann und auch das halbe KI-Starterfeld hier mit Schaden das Rennen absolvieren müssen. Deswegen habe ich jetzt ausnahmsweise auf den Schaden verzichtet. Was man auch dazu sagen muss, aber um da nicht jetzt irgendwie zu sagen, alles scheiße, sondern danach stellt sich die KI sehr, sehr gut an. Die täuscht an, natürlich macht sie auch Fahrfehler, aber das gehört dazu. Und ja, fährt sonst eigentlich sehr, sehr gut und sehr fair und entsprechend dem Aggressionslevel stecht sie auch mal irgendwo rein oder halt eben nicht. Und das ist auf jeden Fall zugutehalten, aber wie gesagt, die erste Kurve, gerade bei sowas, da macht sie ein bisschen Probleme. Und deswegen habe ich auf den Schaden verzichtet. Aber jetzt, lange genug geredet, wir legen los. Der fliegende Start, der aktuell automatisch abläuft, das kann man an der Stelle auch mal sagen. Man kann das aber auch manuell machen. Man kann die Einführungsrunde, die mir hier zu lang gewesen wäre, und auch hier diese Einsortierung und alles kann man manuell machen. Wir machen es automatisch und übernehmen jetzt zum 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring hier in einer mini-kleinen-mini-super-Ausgabe im GT3-Starterfeld. Mal gucken wir doch mal, wie wir hier ins Rennen kommen. Wir bremsen hier mal ein bisschen an und ihr seht auch schon da vorne, das ist so ein bisschen das Problem. Ja, manche bleiben stehen und manche crashen sich so ein bisschen ab. Das ist ein bisschen schade tatsächlich, weil sonst macht Project Cars 2 einen super, super Eindruck. Ich habe knapp 10 Stunden im Vorfeld schon gespielt, bevor ich jetzt diese Aufnahme gemacht habe. Viel getestet, viele Rennklassen getestet, viele Strecken getestet und vor allem habe ich die GT3-Klasse hier extrem getestet. Da kann ich wirklich am meisten dazu sagen, aber das ist auch die Klasse, die mich persönlich am meisten irgendwie gereizt hat. Denn das Starterfeld ist halt einfach mega riesig groß, also von den verschiedenen Fahrzeugen her. Und das kann man auch schon mal direkt sagen, die Fahrzeuge fahren sich alle tatsächlich sehr unterschiedlich, beziehungsweise alle haben so ihre eigene Eigenschaft. So ist zum Beispiel so ein Acura NSX, den wir jetzt gerade gesehen haben, vor uns gesehen haben. Fahrzeug, was sich super gutmütig fahren lässt, super geschmeidig fahren lässt, allerdings halt ein bisschen Probleme in der Beschleunigung unten raus hat, dafür oben raus wieder eine mega, mega Topspeed fährt. Dann haben wir zum Beispiel einen Audi A8, der ein super Allrounder ist, der super schnell vor allem durch Kurven fahren kann, durch den Mittelmotor und so weiter und so fort, aber sehr angenehm zu fahren ist. Anderes Mittelmotorfahrzeug, zum Beispiel der 650S GT3, insgesamt ein super starker GT3-Bolide, aber sehr, sehr schwierig zu handeln am Grenzbereich. Da muss man viel, viel kurbeln, viel am Lenkrad machen. Dann zum Beispiel ein 488 GT3 von Ferrari oder auch ein Cadillac GT3. Die haben eine unglaubliche Beschleunigung und eine unglaubliche Topspeed. Der Bentley zum Beispiel, der pwnt alles weg, was die Topspeed angeht. Also selbst in dieser einen Rennklasse unterscheiden sich die Fahrzeuge von der Fahreigenschaft her. Und das merkt man auch, wenn man selber da Hand anlegt. Und das macht aber auch Spaß. Und man muss aber auch dazu sagen, wenn man Fahrzeuge so ein bisschen, der probiert hier wirklich anzugreifen. Okay, also ihr seht, Aggressionslevel 40. Sie nutzen auch mal Lücken hier und da aus. Muss aber auch dazu sagen, dass bei dem Abschnitt bin ich auch echt nicht schnell. Aber man muss sagen, was ich zurück hinaus will, dass
trotzdem in dieser Klasse die Rundenzeiten und so weiter sehr nah beisammen liegen. Also klar kommt es ein bisschen auf die Rennstrecke an, das ist klar. Aber man kann durch ein Tuning und so weiter und so fort viel, viel anpassen. Und das ist schon sehr, 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 sehr cool. Und macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Und wie gesagt, in anderen Rennklassen oder andere Rennepochen, wir haben ja auch viele Classicers, die fahren sich schon einfach anders. Und dann, das macht schon Spaß, einfach mal so ein Fahrzeug auch auszufahren. Das muss ja nicht ein Rennen gegen die KI sein, sondern einfach mal ein Fahrzeug zu nehmen und eine Strecke und ein bisschen Spaß zu haben. Wir haben ja auch einige Classic-Strecken dabei. Also der Acura da vorne, der ist auf jeden Fall sehr aggressiv unterwegs. Ja, der Wahnsinn. Ja, und klangtechnisch ist es halt auch ein Genuss. Wenn wir jetzt hier gerade den V10 da vor uns brüllen hören und wir selber hier mit dem 6-Zylinder-Boxer unterwegs sind. Also es hat sich schon echt einiges getan im Vergleich zum Vorgänger. Es ist... Ja, der Vorgänger war eine kleine, große Katastrophe zu Release. Hier ist es definitiv nicht so. Klar gibt es Fehler, wie KI am Start und so weiter. Aber hey, Leute, seid mal ehrlich, KI ist super, super schwierig zu programmieren. Und andere Rennsimulationen kriegen es auch nicht besser hin. Und deswegen ist es okay. Und vor allem ist es ja was, was noch verbessert werden wird. Da bin ich sehr, sehr zuversichtlich. Aber ansonsten in der großen Testphase kamen mir jetzt keine gravierenden Fehler unter. Dem her alles super cool. Und wir müssen aufpassen, dass wir den Anschluss hier nicht verlieren. Das wäre ja ein bisschen schade. Ich wollte ja ein bisschen Renn-Action zeigen. Man merkt auch schon, dass so die Lichtstimmung ein bisschen gedimmter wird. Die Sonne neigt sich nämlich jetzt so langsam dann den Horizont entgegen. Und das ist natürlich auch sehr cool, dieses Live-Track 3.0 System. Also was nicht nur, wenn es regnet, dass sich Pfützen bilden und das, oder wenn zum Beispiel ein Gegner vom Kiesbett auf die Strecke zurückfährt, dass die Strecke an der Stelle dann dreckig wird und solche Sachen. Sondern auch, dass natürlich, wenn es jetzt Nacht wird, dass die Strecke abkühlt. Und das ist natürlich jetzt auch, wie hier, in 40-facher Geschwindigkeit passiert. Das heißt, wir werden natürlich in der Nacht deutlich weniger Grip haben. Und genauso ist es ja auch so, wenn irgendwo Schatten ist, dann ist der Asphalt an der Stelle auch nicht so warm wie da, wo wenn die Sonne irgendwo die ganze Zeit hinprasselt. Ja? Genauso hat es dann auch Auswirkungen, ist es bewölkt, scheint die Sonne, ist klares Wetter und so weiter und so fort. Also es ist schon sehr interessant, was hier alles mit simuliert wird. Und es macht auf jeden Fall Lust auf mehr und auch Lust, irgendwelche Rennen immer und immer wieder zu fahren. So denke ich auch, dass wir so ein 24-Stunden-Rennen nicht zum letzten Mal fahren werden hier in Project Cars 2. So eine Mutkurve. Das passt. Muss sogar ein bisschen ran, weil die im Zweikampf sind und die nicht so schnell fahren konnten. Vielleicht jetzt der Angriff hier auf der Bremse. Sieht schon mal gut aus. Ja, Acura klingt auch sehr, sehr geil. Da bin ich jetzt nicht optimal hier reingefahren. Ah, da verliere ich jetzt ein paar Meter. Aber alles gut. Platz 23 von 30. Also kein Mega-Platzierung. Aber ich will ja auch ein bisschen Renn-Action zeigen. Da geht es jetzt mir auch nicht um die Platzierung. Und ich meine, die KI ist ja auch auf dem Schwierigkeitsgrad jetzt nicht gerade die schlechteste KI. Muss aber auch dazu sagen, dass ich gerade nicht unbedingt die beste Linie fahre. Ist aber auch immer ein bisschen schwierig beim Kommentieren, dann auch noch eine gute Linie zu fahren. Vor allem auf so einer Strecke hier. So, so langsam, ja, wird's dunkel. Oder zumindest mal abendlich rot. Ja, Scheinwerfer sind an und unser Spotter haben wir auch mal gehört. Den kann man auch tatsächlich einstellen, wie viel er sagen soll. Man kann sagen, ja, kommentier mir alles. Also quasi kommentiert er, ja, pass auf, hinter dir ist einer, vor dir ist einer, bla 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 bla. Oder man kann einstellen, dass er gar nichts sagen soll. Oder eben, dass er nur sich auf die wichtigsten Dinge konzentrieren soll. Und das tut er hier an der Stelle. Und da vorne sieht es mir ja nach einem Unfall aus. Jawohl, das sieht gar nicht gut aus. Und da ist jetzt erstmal Stau. Und ja, das ist sowas... Ja, was halt nicht so die schönen Seite sind von Project Cars 2.
Da muss man einfach mal ehrlich sein. Muss aber auch dazu tatsächlich gestehen, ich habe das ja auf vielen Strecken getestet, dass tatsächlich die Probleme hauptsächlich, beziehungsweise das ist hauptsächlich allgemein, eigentlich fast nur hier auf der Nürburgring-Nordschleife passieren. Also ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass die KI insbesondere auf dieser Strecke noch nicht so ganz optimiert ist. Auf anderen Strecken ist es ein bisschen besser, tatsächlich, aber für mich trotzdem kein Grund gewesen, auf dieses Rennen zu verzichten. Und schaut euch mal die Lichtstimmung hier an. Oh, das ist doch herrlich. Das täuscht dann noch über solche kleinen Fehlerchen wieder hinweg. So, dadurch haben wir aber immer ein paar Plätze gut gemacht. Ich meine, dass Fahrfehler passieren und so weiter, finde ich ja geil, dass die KI Fahrfehler macht. Das Problem ist halt einfach nur, dass dann halt sich eben genau sowas will, so ein Staubild oder so, die KI dann nicht weiß, wie soll sie vorbei und so fort. Das ist dann immer halt so eine Sache. Was ich auch ganz kurz eingehen möchte, ist das HUD. Das ist komplett anpassbar. Also man kann die ganzen Elemente so hinschieben, wie man sie möchte. Man kann sie auch anzeigen lassen oder nicht. Man hat aber auch noch weitere Möglichkeiten. Man kann zum Beispiel ein minimalisiertes HUD machen. Dann hat man nur unten rechts so eine kleine Anzeige. Man kann die Telemetrie anzeigen lassen, die man auch so ein bisschen durchschalten kann. Und man kann einfach auch komplett aufs HUD verzichten, was wir jetzt einfach auch mal drin lassen können zum Beispiel. Und dann kriegt man halt natürlich die volle Immersion ab. Und jetzt geht es hier im Parallelflug rein. Und ich glaube, ich gehe hier mal gleich ein bisschen vom Gas, ja, weil der bremst ja auch ein bisschen an. Ihr seht schon, ein bisschen Kampflinie wird hier auch gefahren. Und jetzt geht es hier über Startziel. Uah. Gegen den R8. Oh, der V10, der klingt schon geil. Man hört ihn so ein bisschen raus. Ja, und ihr seht, jetzt läuft das alles richtig smooth um die Kurven rum. Es ist einfach nur, wenn diese Masse an Fahrzeugen auf einem Pulk sitzt, da gibt es noch ein bisschen Probleme. Könnte auch gut sein, dass das Aggressionslevel da noch ein bisschen Probleme macht. Also die Einstellung Aggression oder Aggressivität. Da muss man oder muss ich vielleicht auch noch ein bisschen mehr mit rumexperimentieren, welche Einstellung da die entsprechend beste ist. So, jetzt haben wir mal den 650, der ein bisschen hier aufmacht. Alles klar! So, die Schumacher S mit ein bisschen Lupfen, da kann der 911 leider nicht so komplett durchfahren. Ja, auf ein Thema, was ich auch natürlich noch zu sprechen kommen möchte, sind natürlich die Fahrhilfen. Die sollte man natürlich nicht unterschlagen. Da habe ich das Ganze auf authentisch eingestellt, das heißt so viel wie... wir haben die Fahrhilfen, die auch werkseitig eingesetzt werden oder in den Rennklassen eingesetzt werden. So haben wir natürlich in der GT3-Klasse Traktionskontrolle sowie ABS. Das sieht man auch rechts an der Telemetrie. Diese zwei Symbole, ABS und dieses Fahrzeug mit Schlinger-Dings, das ist das Traktionskontrollsymbol. Die sind jetzt hier an. Muss dazu aber auch sagen, die sind stufenlos regelbar. Zwar zwischen 0 und 100, während allerdings bei der Traktionskontrolle der höhere Wert sagt, weniger Traktionskontrolle, da bestimmt man nämlich den Schlupfwert, also wie viel durchdrehende Reifen darf man haben, während beim ABS der niedrige Wert beziehungsweise der hohe Wert bestimmt, wie stark das ABS regelt. Das heißt, niedriger ABS-Wert heißt wenig ABS, hoher Traktionskontrollwert heißt wenig Traktionskontrolle. Und genauso habe ich das eingestellt. Man kann das auch während dem Rennen anpassen. Man hat nämlich dieses Quick-Menü hier. Das seht ihr jetzt auch, da hat man viele Möglichkeiten, wie zum Beispiel die Spritmischung, Bremsbalance kann man anpassen. Eben und auch die entsprechenden Fahrhilfen kann man anpassen. Die befinden sich unter diesem Menü hier. Und da seht ihr, ich fahre mit sehr, sehr wenig Traktionskontrolle, also viel Schlupf. 75% Schlupf und 35% ABS. Das heißt, ich verzichte auf viel Unterstützung dadurch. Und was natürlich auch sehr geil ist, auch für euch Zuschauer, ihr seht rechts eben bei diesem... bei dieser digitalen Drehzahlanzeige auch wann die Fahrhilfen eingreifen. Immer wenn die nämlich grün aufbloppen, dann greifen die nämlich ein. Und das sieht man dann immer wunderschön, gerade beim Anbremsen oder so müsste es dann öfters mal vielleicht passieren. Ja, jetzt habe ich mal ein bisschen stärker gebremst. Ich habe eh nicht gut gebremst hier. Und dann sieht man das immer wunderbar, wie die eingreifen und so fort. So weiter und so fort. So, jetzt wird es gerade hier richtig dunkel. Das ist auch sowas, was ich sehr geil finde. Die Nacht ist auch wirklich pechschwarz, wenn es dann mal richtig
in Mitternachtszeit ist. Und da kommt wieder ein Angriff. Ich muss mal ein bisschen härter jetzt fahren hier. Ein bisschen mehr pushen. Verliere gerade eh viel Zeit. 36 Sekunden hinter dem Leader. Natürlich gut, der Stau hat natürlich ein bisschen Zeit gekostet. Ich meine, ist ja nicht so, dass ich jetzt hier das kurze Rennen gewinnen will. Sowieso, wenn ich hier von weiter hinten starte. Aber jetzt so ein bisschen aufholen, ein bisschen Rennaction will ich schon noch haben. Das sollte ja auf jeden Fall möglich sein. Mal ein bisschen anstrengen hier. Und das ist, finde ich, auch sehr geil, dass man, also insbesondere in der GT3-Klasse habe ich es ja exzessiv getestet, dieses ans Limit rantasten. Schnell fahren und einigermaßen um die Strecke kommen, das ist nicht das Problem. Also, ich meine, ich fahre jetzt hier gerade ein Rennen in der GT3-Klasse bei Nacht und ihr seht, ich habe jetzt nicht so das Problem, dass ich jetzt irgendwie abfliege oder so. Liegt einfach daran, weil ich halt einfach nicht am absoluten Limit fahre, aber das ist sowas, wo, glaube ich, auch viel, viel Wert drauf gelegt wurde im Project Cars 2, dieses am Limit fahren. Das geht auch sehr gut, aber man muss wahnsinnig konzentriert sein und dadurch, da holt man wirklich die Zeit raus. Und das versuche ich mich jetzt mal so langsam wieder ranzutasten, ein bisschen mehr ans Limit zu gehen. Dass wir hier da vorne auch wieder ein bisschen aufschließen. Und da gehört natürlich auch Streckenkenntnis dazu, denn es ist schon sehr, sehr dunkel hier. So, da haben wir jetzt leider ein bisschen ein Defizit bei dem Abschnitt. Da ist der Porsche leider nicht ganz so schnell. Aber jetzt gucken wir mal. Ich glaube, wir haben genug Abstand zum Hintermann. Jetzt gucken wir mal, ob wir vielleicht noch schaffen, in die Top 10 zu fahren. Das wäre doch eine geile Sache. Nur den Curb, der war nicht so gut. Und dann kommt der erste Fahrfehler meinerseits. Da habe ich den inneren Curb mitgenommen. Und dann hat sich das Fahrzeug ein bisschen ausgehebelt. Alles gut. Leichter Schrammer. Ja, man merkt halt auch, dass der Asphalt schon abgekühlt ist. Das Gripverhältnis ist auf jeden Fall ein ganz anderes wie noch zu Rennstart. Vorteil wiederum ist, dass das Fahrzeug schon ein bisschen leichter geworden ist. Durch den Spritverbrauch, den Reifenverschleiß-Spritverbrauch, das habe ich an. Also eingangs ja erwähnt, Schaden ist aus, aber eben solche Verbrauchssachen sind natürlich an. Gucken wir doch mal. Ah, das macht einfach Laune. GT3-Boliden auf der Grünhölle, das ist einfach die Kombination. Und dann hier so mit Tag-Nacht-Wechsel mit einer geilen Lichtstimmung. Wirklich guten Motoren-Sounds. Das macht einfach Bock. Ohne wieder ein Fahrfehler. Also ja, an der Stelle hat die KI so zum Teil ein bisschen Probleme. Ich glaube auch zum Teil, dass es so sein soll, dass die Fahrfehler machen. Einfach um da ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Weil, ja, wir sind ja auch nicht immer fehlerfrei. Was ich einerseits gut finde, das Problem ist ja nur, wenn die danach folgenden Fahrzeuge dadurch Probleme bekommen und nicht wissen, wie sie darauf reagieren sollen, ist es halt eher suboptimal. Ich meine, sie wollten natürlich halt darauf verzichten, dass dieses an der Perlenschnur entlang Gefahren nicht existiert. Das existiert auch nicht. Das ist auch schon mal sehr geil. Also jeder KI-Fahrer fährt so ein bisschen eine eigene Linie. Das ist auch cool. Aber wie gesagt, so ein bisschen aufeinander abgestimmt, da haben sie noch so ein bisschen Probleme. Aber wie gesagt, nochmal erwähnt, ich bin da sehr guter Dinge, dass da noch was passiert. Und der Fokus liegt halt auch hier auf Multiplayer, das müssen wir schon sagen. So, schneller Wagen nähert sich. Ah ja. Ja, ich näher mich. So, Platz 11. 42 Sekunden jetzt hinten dran. Also der Erstplatzierte, der legt hier ein richtiges Tempo an den Tag. Das ist auf jeden Fall schon mal der Wahnsinn.
Aber wir haben ja jetzt nochmal zwei Runden und so langsam dürfte dann auch die Morgendämmerung einsetzen. Und da hinten der 6,50, das ist der Wahnsinn, wie schnell der einfach ist. Ja, so langsam es kommt die Morgensonne ein bisschen. Ah, sieht schon, also Lichtstimmung ist schon herrlich. Wenn man es mal anguckt. Schon genial. Das war zu früh runtergeschaltet. Ein bisschen aufpassen. Und ja, da haben wir auch einen schönen Kandidat. Den Renault RS 01 in der GT3-Variante. Wir haben den sowohl in der originalen Trophy-Variante als auch auf dem GT3-Trim. Das finde ich auch sehr geil. Also so ein Exot hier in der GT3-Klasse. Sehr cool. Den muss ich auf jeden Fall mal irgendwann mal noch fahren. Ich habe auf jeden Fall auch Bock drauf. So, Top 10 ist das Ziel. Da muss ich auf jeden Fall dem da vorne vorbei. Und aufpassen, dass eben der 650... Ne, ist nicht mal ein 650, ist ein SLS. Die zugegebenermaßen auch super schnell sind. Also ich glaube sogar vom Gefühl her, würde ich fast sagen, der SLS ist schneller als der AMG GT3. Muss halt dazu sagen, dass die Fahrzeuge hier auch ohne Bob-Einstufung, also ohne Balance of Performance reinkommen. Und die kann man selber tatsächlich machen. Man kann Luftmengenbegrenzer und so einstellen. Aber wie schon gesagt. Muss halt dazu sagen. Was wollte ich sagen? Genau, dass die Fahrzeuge halt auch unterschiedliche Eigenschaften haben. Und in der Summe sollte sich das eigentlich ausgleichen. Ich meine, es kann schon sein, dass das ein oder andere Fahrzeug stärker ist wie ein anderes. Aber im Großen und Ganzen ist es schon dieselbe Rennklasse und das macht auch schon Spaß zu fahren und das ist schon auf jeden Fall top. So, Morgenstimmung. Das Wald ist natürlich immer noch kalt, da müssen wir ein bisschen aufpassen. So, jetzt der Abschnitt, da bin ich, wie gesagt, leider nicht ganz so schnell. Ach, war auch gerade keine gute Linie. So. Ein bisschen zu weit außen angefahren, dann geht's schneller. Aber der Vordermann ist auch nicht so gut durchgegangen. Ja, was ich mal auch noch dazu sagen muss, die Performance ist auch Wahnsinn von dem Spiel. Ich spiele hier auf Hoch- bis Ultra-Settings, also so, zwischen, so ein Zwischending. Und ja, wir haben hier wirklich einen Tag-Nacht-Wechsel, wir haben volles Starterfeld und so weiter und so fort. Und das Ding läuft smooth wie Hölle. Man hat keine Lags, keine Unterbrechungen oder irgendwas. Das muss man auch auf jeden Fall hier zugute halten. Also performance-technisch ist das Ding erste Sahne. Wenn man bedenkt, dass mein Rechner auch nicht mehr der neueste ist. Das war so ein bisschen meine Sorge, dass ich da ja Probleme bekomme. Und ja, läuft aber wie geschmiert. Und das ist auf jeden Fall auch geil und macht natürlich Lust auf mehr, weil ja, klingt gut, sieht gut aus, fährt sich gut. Und die KI wird irgendwann auch noch das Fahren lernen, bin ich überzeugt davon. Der SLS da hinten, der ist ein richtiger Nervensack. So. Ich glaube, Traktionskontrolle ist nicht bis jetzt im ganzen Rennen nicht einmal angegangen, glaube ich. Sieht man halt, wie viel Grip so ein GT3R hat. So, und jetzt haben wir hier schön die Sonne, die uns hier in die
Presse blendet. Oh, komm, den kriegen wir doch jetzt. Der Renault ist nämlich, was Topspeed angeht, nicht so gut. Vielleicht nach der Mutkurve oder so. Diesmal fahren wir sie vielleicht ein bisschen besser. Zwar auch nicht optimal, aber ja, das ist das Problem. Deswegen kommen wir nicht vorbei. Hier vielleicht auf der Bremse. Nee, leider nicht. Renault kann relativ spät bremsen. Ja, und ich würde mal sagen, ich schwärme hier immer ein bisschen vom Motorenklang. Dann machen wir das doch mal, wie ich es auch in anderen Rennspielen mache. Ich gebe dir mal den vollen Spielsound, Sound, und ich bin still. Und ich würde sagen, ich wünsche dir viel Spaß.
So, passend zum Angriff, den ich jetzt gleich versuchen werde. Ich hoffe, ich schaff's. Na, nee, ich glaube, es wird wieder nix. Na, der ist schon hartnäckig hier. Leider habe ich einen kleinen Fehler gemacht oder ein paar kleine Fehler gemacht. Aber den will ich jetzt noch kriegen. Top 10 muss doch drin sein. Aber ja, klingt das nicht geil, Leute? Also ich finde, das macht schon Lust auf mehr. So, die Reifen sind auch jetzt ein bisschen abgefahren. Aber alles okay. Uah. Ich muss den jetzt noch kriegen, ey. Irgendwo muss er doch jetzt einen Fehler machen. Ja, hier jetzt, komm. Jawoll. So, jetzt auch Position halten. Sehr schön. Aber ist auch so geil, oder? Komplett andere Lichtstimmung jetzt. Und was auch noch dazu erwähnen muss, es gibt jetzt ja auch mit verschiedenen Jahreszeiten, ja. Also jetzt sind wir ja quasi Ende Mai unterwegs. Es zählt jetzt noch zu Frühling. Es gibt Sommer, es gibt Herbst, es gibt Winter. Und das sieht auch gerade so eine Schleife komplett anders aus. Und das ist halt schon auch extrem geil. So, jetzt haben wir ein bisschen freie Fahrt hier. Können wir ja noch immerhin eine annehmbare Runde hinfahren. Mal da vorne aufschließen werden wir auf jeden Fall nicht mehr. Knapp 40 Sekunden Rückstand sind geblieben. Das heißt für mich, ich konnte so die Speed der Spitze mitgehen, aber wenn man dann selber nicht vorne steht, dann kann man da auch natürlich nichts machen. Aber ja, wäre ja auch irgendwie komisch, wenn ich hier bei einer erhöhten Schwierigkeit dann irgendwie von ganz hinten nach ganz vorne fahre und dann auf jeden Fall auf so einer Strecke auch noch. Wäre irgendwie komisch und das hat's auch nicht und deswegen alles gut. Ah, das war jetzt fast klar, dass ich vorher in den dritten gehen müssen. So, Pflanzgarten. Bisschen lupfen. Und rum geht's. Okay, geil. Das hört man doch gerne. Haben wir aber auch ein bisschen freie Fahrt, da können wir auch ein bisschen pushen, da macht es ja auch Spaß. Das war jetzt nicht ganz so geil, das kleine Karussell gefahren. Guck mal, wir kommen sogar nochmal in Sichtweite hier. Des anderen.
Aber trotzdem, Top 10 habe ich gesagt. Das hat gepasst. Wie mir alles gut. Kleinere Fehler hier und da. Ah, schön die Nürburg da vorne nochmal. Nice, nice, nice. Ja, ich hoffe, die erste Ausgabe Protocast 2 hat dir gefallen auf dem Kanal. Ein bisschen länger, aber ich habe gedacht, ja, die erste Ausgabe darf auch ein bisschen exklusiver, ein bisschen länger sein. Ja, falls du irgendeine besondere Kombination sehen möchtest, dann schreib das einfach mal in die Kommentare. Dann gucke ich mal, was ich realisieren lassen kann. Und ja, würde mich auf jeden Fall über Feedback freuen. Und das wird jetzt die Zieldurchfahrt. Nochmal rangekommen hier. Und unser Auto schön dreckig. Aber ja, was soll es? Wunderbar. Ja, gewonnen hat tatsächlich ein SLS. Ja, tatsächlich. Der Marvin Thiel, bester Porsche, wenn ich es richtig erkenne. Da wäre noch schön, wenn die Bezeichnung hier stehen würde. Wir aber Top 10, eine 829.884. Was ist denn die schnellste Rundenzeit? Der ist langsamer. Ich glaube, wir haben sogar die schnellste Rundenzeit. Die sind noch gar nicht im Ziel. Ja, aber ihr seht, so von der Geschwindigkeit her passt. Also wir sind quasi das Tempo der Spitze mitgegangen. Allerdings, ja, durch den Zweikampf und die kleinen Fahrfehler hier und da und so weiter. Aber das passt auf jeden Fall. Also das fand ich auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und ja, mir bleibt einfach nur noch zu sagen an dieser Stelle, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Wie gesagt, das war's mit der ersten Ausgabe. Feedback gerne in die Kommentare oder Vorschläge, was für Kombination ich mal fahren soll. Sehr, sehr gerne. Wir können auch gerne mal irgendwie so eine kleine Meisterschaft oder sowas starten. Und ja, ansonsten soll es das gewesen sein. Vielen, vielen Dank. Bis denne, bis zur nächsten Ausgabe. Ciao.